Ja, komm, ich möchte erstmal hier ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob ich danach irgendwie was triggere. Na. Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch kein völliges Arschloch. Mama ist noch gesund. Ist sie krank geworden? Ist es vielleicht so eine Story, dass sie krank geworden ist, gestorben ist und der Vater sich in Selbstmitleid gesuhlt hat, ne, und einfach nichts mehr auf die Kette gekriegt hat? Die Kinder drunter leiden mussten? Kann ja sein. Interagiere mit der Kommode um Alex Outfit zu ändern. Ja, machen wir alles gleich. Machen wir alles gleich. Rileys Brief. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Colorado Institute for Technology. Frau Lee, Ihre Bewerbung für die Programmierungsstartplattform im Sommer 2019 von CIT wurde begutachtet und wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu den Gesprächen weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für Ihr Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Cape, ah, es ist passiert. Bitte, bitte. Bitte, hilf mir bei der Vorbereitung. Ja, der Typ ist wahrscheinlich extrem eifersüchtig. Riley, hör mir doch zu. Seine Geschichte stimmt nicht. Der steht auf dich. Schatz, er hilft mir nur bei der College-Bewerbung. Wusstest du schon, dass Typen manchmal auch einfach nett sein können, ohne etwas dafür zu erwarten? Ein Schulabbrecher, ein Typ, der im verfluchten Jugendknast gesessen hat, will dein Lernkumpel sein? Weil er so ein großes Herz hat, oder was? Oh mein Gott, Mac, wir sind nur Freunde. Zwischen Gabe und mir läuft nichts. Arschloch, Entschuldigung. Mac, Rileys Brief. Um ehrlich zu sein, wäre es toll, nicht Macs wütende Unsicherheit in meinem Hirn zu haben. Es ist so ein dringendes Gefühl, ein Seil um seinen Hals, das ihn vorwärts zieht, ihn antreibt, ihn zwingt, etwas anderes als sich selbst zu finden, auf das er seine Wut richten kann. Jeden Morgen wacht dieser Typ mit der sinkenden, unabstreitbaren Sicherheit auf, dass heute der Tag sein wird, an dem Riley zu singen kommt. Er kennt, wie viel besser und schlauer sie ist als er. Sich von ihm trennt. Ich habe gerade aufgestoßen, es tut mir leid. Also es ist fast eine Erleichterung, wenn er ein externes Ziel für seinen Selbsthass findet. Rileys lustigen Barkeeper-Kumpel, derjenige, der ihr hilft, ihren Träumen in Haven Springs zu verlassen, zu folgen. Er erzählt sich selbst eine Geschichte, macht Gabe zum Bösewicht und zumindest bis er auf ihn losgeht, kann er sich selbst davon ablenken, sich wertlos zu fühlen. Ich wünschte, ich könnte es nicht so verflucht gut nachvollziehen. Ja, das Problem ist halt auch, ich weiß, was ich sagen wollte, aber ich habe irgendwie gerade keine Kraft, das in einen Satz zu verpacken. Deswegen halte ich einfach mal die Klappe. So, was haben wir denn in der Schublade? Alex? Alex? Soll ich mir das wirklich ansehen? Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Was? Ministerium für Sozialdienste von Oregon, Amt für Kindeswohl, Bezirk. Amleiterin, da versuchen, die ist bei Direktorin, Alex wurde in einem. Oh. Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. Hallo Gabe, Eduardo und ich freuen uns sehr von dir zu hören. Wir sind froh, dass es nach all den Jahren so gut für dich läuft. Colorado ist sehr weit weg. Leider war es schwierig, weiter mit Alex zu reden, nachdem sie im System war und wir wissen nicht, wo sie jetzt lebt. Hier ist die Telefonnummer der Agentur, vielleicht können sie helfen. Oregon Jugendschutzamt, bla bla bla.
Leitung nur am dritten Mittwoch jeden Monat verfügbar. Versuch diese Dienste Kindeswohl. Versuch soziale Dienste Kindeswohl. Wir wünschen dir Glück dabei, sie zu finden. Oh, er hat versucht. Wow. Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Nicht im Telefonbuch. Alex, nur ist ein automatische Voicemail. Nochmal. Durchgekommen. Nicht sie. Alte Nummer. Jetzt ein Kerl namens Adam. Nein. Oh, er hat wirklich alles gegeben. Er ist ein Guter. Er ist wirklich ein Guter. Bruder des Jahrzehnts. Also, Bruder des Jahrzehnts. Sagst dir. Dahlia. Was für eine Ehre, die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Ich fühle mich auch geehrt. Dabei geht es nicht um mich. Okay. Ah, okay. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Ist voll schön. Hm. Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Schwer. Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Ist das ein Schwert? Siehst du ein Schwert? So. Ich habe nur die Bücher gesehen. Ich dachte, jetzt knallst du wirklich am Rad. Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Dein Eraser. Ist das süß. Mich da hinsetzen. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Hm. Die großzügige Umarmung, verantwortungsbewusste Erziehung eines unabhängigen Kindes. Annabelle, bla bla bla. Also, das war nicht. Oh. Das ist schön. Das ist schön, wirklich. Solche Männer sind schön. Sind toll. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Nein, es liegt nur dazu, es post nur. Wird wahrscheinlich erst angebrochen, wenn irgendwas Champion ist. Keine Ahnung. Bücher. Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Ja, und das ist echt, echt, echt toll. Also man muss ja nicht gleich anstreben, ein Vaterersatz zu sein. Aber wenn der oder die Partner oder Partnerin ein Kind haben, na, dann sollte man sich schon bemühen, mit dem Kind auch zurechtzukommen. Und er gibt sich Mühe. Das ist schön. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Wenigstens habe ich mich vor Ryan und Steph zusammengerissen. Ja, aber nur dank Ryan. Der hat das gemerkt, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Also, ne? Wow. Sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Ja. Bin schön. Don't blame the weed. Okay. Ich werde das Weed nicht blamen. Ich freue mich wirklich für dich, Gabe. Oh. Das ist toll.
So, ich könnte mich umziehen. Oh mein Gott, ich kann, ich darf das? Oh mein Gott, wie cool. Ich darf entscheiden, was ich anziehe. Freiheit. Naja, nicht wirklich, hä? Okay. Ich finde den Bär cool. Entweder das da oder das da. Ich muss. Ich weiß nicht. Das sieht so schön farbenfroh aus, ne? Aber das sieht auch cool aus. Komm, ich nehme das. Und das ist cool. Oh, cool. Ey, das ist ja nice. Das ist ja wirklich nice. Wir haben wirklich viel durchgemacht, was, Shushu? Ja, hier. Da. Ach, komm, weißt du was? Lass uns mal ein bisschen Farbe reinbringen. Lass uns mal ein bisschen Farbe reinbringen. Wir haben wirklich viel durchgemacht, was, Shushu? Ja, Shushu geht's. Oh, oh, gut. Bringen wir mal ein bisschen Farbe rein. Ist auch cool, ne? Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Der Tunnel zur Monsterfestung von dem Wohnheim eingestürzt. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Die Uniform der Stadtwache, anscheinend schon lange tot. Gut. Die Spur scheint hier zu enden. Außer wohl. Aha, hier muss er durchgekrochen sein. Die Leiche einer Wolkenschlange. Sie muss durch die Decke gestürzt sein. Wenn ich eine höhere Ebene erreiche, dann finde ich vielleicht den geheimen Eingang. Er redet hier quasi von der Mine, kann das sein? Deine Tage des Fliegens sind gezählt, Wolkenschlange. Aber vielleicht bist du mir noch von Nützen. Dieses Leuchten über den Gipfel hinaus. Das muss der Hintereingang der Festung sein. Können wir eigentlich da hoch? Nein, wir können da nicht hoch. Wieso können wir da nicht hoch? Das ist so bescheuert. Wieso ist die Treppe überhaupt da? Das ist eine Deko-Treppe. Die führt zu nirgendwo. Dum, dum, dum. Die will ich mir natürlich jetzt ansehen. Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Briefgeheimnisse gibt es nicht, solange ich die steuere. Hey Alex, was geht? Bist du immer noch bei helfende Hände? Nur damit du es weißt, ich lösche meine Konten und tauche für eine Weile unter. Ich habe ein paar Mal mit diesen Typen geschlafen, damit ich einen Ort zum Schlafen hatte, und jetzt belästigt er mich. Außerdem verlasse ich Burnside. Der Aufseher ist ein Rassist und beschuldigt mich andauernd zu dealen. Ich melde mich bei dir, wenn ich eine neue Situation organisiert habe. Mir geht langsam die Option aus, aber du kennst mich. Ich werde kreativ. Ich hoffe, es geht dir gut. Ist Lauren noch da? Erinnerst du dich, wie du sie verdroschen hast? Lol. Ich vermisse dich, du Depp. Sydney. Wenigstens war ja nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten.
Liebe Alex, ich würde es dir nicht vorwerfen, wenn du diesen Brief wegwirfst, ohne ihn geöffnet zu haben. Falls du ihn liest, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich zu entschuldigen. Ich war nicht bereit. Ich war nicht dafür geschaffen, Pflegemutter zu sein. Der Stress, die Auseinandersetzung, das Rumschreien, es war zu viel für mich, besonders in meinem Alter. Ich hätte es besser wissen müssen. Es tut mir leid, falls ich Dinge für dich verschlimmert habe. Viel Glück da draußen. Mit freundlichen Grüßen, Fräulein August. Ja, immerhin hat sie sich entschuldigt. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Abigail in Alex Chasen. Abraluzumbatam. Ja, keine Ahnung. Jesse. Mein Fels in der Brandung, damals in der Wohngruppe. Liebe Alex, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass du einen fantastischen Tag hast und dass du dich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit keiner einzigen beschissenen Sache beschäftigen musst. Mal im Ernst, ich würde dir für alles danken, was du für mich getan hast. Wir uns kennengelernt haben. Punkt. Ich fühle mich sicher und glücklich und sogar geliebt, wenn du in der Nähe bist. Ganz schön ungewöhnlich für Leute wie uns, oder? Danke jedenfalls. Dafür, dass du da bist. Dass du bist. Dass du meine Freundin bist. Dafür, dass du Haley vermöbelt hast. Dafür, dass ich all deine Sachen tragen kann, auch wenn ich nicht frage. Ich will nicht wie eine Verliererin klingen, aber du bist im Prinzip das einzige Gute hier. Alles Liebe, Chelsea. Ich muss rülpsen. Lass es einfach drin. Es tut mir leid. Hast du es gehört? Es tut mir leid. Aber ich lasse es drin. Ich will es nicht rausholen. Ich will es nicht rausschneiden. Wenn ich alles rausschneiden würde, was ich jemals gerülpst habe, säße ich morgen noch hier. Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Das Bild, das haben wir bei Gabe auch gesehen. Boah, jetzt hatte ich gerade Mundgut, es tut mir leid. Jetzt habe ich schon wieder Mundgut, was ist das? Ich trinke hier die ganze Zeit viel. Ich mag die orangene Jacke echt gern. Die steht dir auch voll. Und ich finde es auch. Warte, kann ich sie mir ansehen? Ja, ich mag es auch, dass sie dazu eine schwarze Hose trägt. Ja, jetzt kann ich sehen. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Ich war noch gar nicht im Bad, glaube ich, ne? Badezimmer. Okay, dann nicht. Ja, so geht sie zügig. Interessant, interessant. Tagebuch. Ja, also kurz gucken, habe ich auch wirklich alles? Ja, ne? Nicht, dass ich irgendwas triggere und auf einmal habe ich irgendwas übersehen, weißt du? Ich hoffe, ich komme nochmal in den Plattenladen. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Das haben wir... Nee, warte. Das haben wir nicht gelesen. Oh, Mac Wut. Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte, dass etwas nicht stimmte, bevor Gabe überhaupt die Tür öffnete. Es gleitete etwas unter der Tür durch. Etwas Rotes. Etwas Grobes. Dann ist da Mac.
Und die bekannte Furcht, die meinen Kontrollverlust begleitet. Und egal wie sehr ich dagegen kämpfe, es geht einfach weiter, bis mein Blut kocht. Dann der Teil, an dem mein ganzer Körper bereits beschlossen hat, jemanden weh zu tun und dass es passieren wird und niemand kann mich aufhalten. Max' Wut fühlt es sich heiß und schwindelerregend an und auch etwas ängstlich. Alles dreht sich um Riley. Wut, Wut, Angst. Der Gedanke an sie mit jemanden anderen, der Gedanke an sie mit irgendwem anderen. Es war unter seiner Haut, brannte. Das Gefühl wie glühend heiße Stricke unter deinen Rippen. Es ist eines der erschöpfendsten Gefühle der Welt. Es ist so eine Erleichterung, wenn es vorbei ist, wenn deine Ohren aufhören zu klingeln und dein Herz sich von Kolibri zur Pressefarma verlangsamt. Es ist so eine Erleichterung. Schade, dass ich Gabe dafür eine verpassen musste. Wie entschuldigt man sich für sowas? Wohl in Atemspalten. Tränen, die uns fesseln. Ihr verbrennt und verbindet. Schmerz in meinen Rippen. Bis du verschwindest.